Also sind die Deutschen das Problem in Deutschland, ja? Wäre ich ein blonder deutscher Michel, dann hättest du mich hier und heute tendenziell radikalisiert. Hi, Kratich hier. Willkommen zur wichtigsten Reaktion des noch jungen Jahres. Ich reagiere in dem Video auf den Twitch-Creator Polytopia bzw. Erwin. Grundlegend geht es um die Themen Migration, Integration, Nazis sowie der Silvesterrandale. Mit Ansichten, die verschiedener nicht sein könnten. Genießt die diverse Star-Besetzung mit mir als Safran-Kartoffel und Erwin als, keine Ahnung, Chivapchichi, egal. Das Video ist seicht vorbereitet, damit ihr ein paar Informationen bekommt, niveaulos und in Teilen emotional. Insbesondere da, wo Erwin mich fassungslos macht. Das sollte niemand verpassen, denn es war mir eine persönliche Befriedigung, Gegenrede angebracht zu haben. Von der ihr sicherlich auch etwas mitnehmen könnt. Ach ja, keiner ärgert mir den Erwin. Im Zweifel benutze ich Satire und ich distanziere mich von der unflätigen Kunst wie Gokrati. Danke und viel Spaß. So, ich habe das hier gestern geschrieben. Nämlich, viele haben behauptet, zu Unrecht als rechts eingeordnet worden zu sein. Lützerath und Silvesterausschreitungen haben eindeutig Spreu vom Weizen getrennt. Lieber Spreu, wir haben euch erkannt, Ehre an den bubblefreien Weizen. Ja, ich habe das ernst gemeint. Ich habe das ernst gemeint. Erwin, zwei Sachen. Erstens, es gibt keinen bubblefreien Weizen. Ich könnte dich morgen fragen, warum der Hund meiner Nachbarin in den Hausflur geschissen hat. Und deine Antwort wäre irgendwas mit Kapitalismus. Ich finde aber gut, wenn die Filterblasen miteinander reden. Das sollte keine Begrenzung darstellen. Zweitens, hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, dass einige von denen durchaus recht sind, aber Sorge vor dem Label haben? Gerade auch, weil ihr den Begriff verwendet, wie ihr wollt und ihr von konservativ bis ab in die Züge alles in diesen Begriff mit reinmengt? Es kam irgendwie so plötzlich. Eigentlich hätte ich das normalerweise gesagt im Stream, aber es kam irgendwie so plötzlich. Es war mir wirklich wichtig, weil ich habe in letzter Zeit sehr viel Linksliberale gebasht. Ja, ich habe sehr viel Linksliberale gebasht. Und das hat sehr vielen Leuten gefallen. Ja, das hat sehr vielen Leuten gefallen. Viele Leute haben irgendwie so gesagt, so hey, ja, voll, wir Linke, es reicht mit diesen Linksliberalen, das ist ja unaushaltbar einfach von unserer Seite, was da passiert und wir können uns das nicht leisten, dass die Linksliberalen alles kaputt machen und hin und her. Ja. Mal ernsthaft, Erwin, ich check deine Begriffe nicht. Warum sind die anderen Linken die Linksliberalen? Also schon klar, irgendeine Logik wird es dahinter geben. Ich vermute mal, du meinst die Teilradikalos, die dich auf Twitter angehen und die ganzen Leute um Dara und Karl und so weiter. Aber nach meiner Definition würde ich doch solche Leute niemals mit dem Begriff liberal oder Liberalismus irgendwie in Einklang bringen wollen. Ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite haben auch Rechte mir zugejubelt. Das wurde wiederum von Linksliberalen kritisiert. Die haben gesagt, schau mal, die Rechten jubeln dir zu. Ich habe ihnen versucht zu erklären, die jubeln mir nicht zu, weil sie mich mögen, sondern weil sie euch hassen. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ja? Sie jubeln mir nicht zu, weil sie mich mögen, sondern weil sie euch hassen. Und sie haben gesagt, nee, die jubeln dir zu, weil du rechts bist. Nein. Ja, das hat man sehr schnell gesehen, das hat sich sehr schnell geändert. Und das habe ich auch prophezeit. Ich habe auch gesagt, dass die vielen Rechten, die mir zujubeln, sehr schnell erkennen werden, dass ich nicht auf ihrer Seite bin. Okay. Naja, nein, also ich würde es jetzt nicht zujubeln nennen, aber in der Tat, ja, ich glaube, es wurde durchaus honoriert, dass du ein paar Takes gebracht hast, die aus der tendenziell rechten Bubble als ein bisschen basiert wahrgenommen worden sind. Naja, und nochmal das Ding mit dem Hass, da will ich nur für mich sprechen. Ich finde, Hass ist ein viel zu starker Begriff für den ganzen Schwachsinn. Es sind halt unterschiedliche Weltsichten. Und ja, ich bin der Meinung, dass die bei vielen Themen absolut Unsinn erzählen und überhaupt keine Ahnung haben. Man kann nicht alles wissen, dafür habe ich keine Ahnung von demokratischen Betrieben oder 5000 Geschlechtern. Ja, und die haben die ganze Zeit so getan, dass ich auf jeder Seite bin, nicht auf jeder Seite komme ich nun zu ihnen, gehe ich jetzt in die Honigwabe oder was mache ich denn eigentlich? Ja? Nein, weder noch, irgendwas davon, ich mache das, was ich mache. Ja? Ich habe meine Meinung, die ich habe und die findet Pseudorechte und Pseudolinke beidermaßen scheiße. Ja? Also beide finde ich scheiße. Sollte das nicht normal sein, dass man bestimmte Punkte gut und andere weniger gut findet? Und jetzt bin ich auf die Pseudolinken losgegangen, weil das irgendwie so ein Thema war. Aber seit... Mensch, warum denn jetzt wieder Pseudolinke? Das sind ja bald mehr Linke als Geschlechter. Entscheidet euch. Silvesterausscheidungen spätestens ist ganz klar geworden, was die Rechten machen. Ja. Da ist es einfach so plötzlich von... die laufen ja heute noch herum und machen sich lustig über gruppendynamische Prozesse, ja? Ja, das stimmt.
die machen sich ja über gruppendynamische Prozesse lustig. Ja? Das heißt, es wird herumgelaufen und wird einfach gesagt, so gruppendynamische Prozesse. Gruppendynamische Prozesse. Ja. Och, Erwin, Mann, wir hatten das Thema auch schon auf Twitter. Wir machen uns über den Begriff lustig, weil er unserer Meinung nach eine Euphemisierung von dem Problem ist. Und das Ding ist ein Meme, bevor die Druckfarbe trocken ist. Ich zähl mal auf, was ich gerade spontan auf die Schnelle zusammenbekommen habe. Wir hatten die Event- und Partyszene in Düsseldorf. In Wien waren es die Halloween-Randalierer. In Hamburg bei Silvester und ich glaube auch ein paar anderen Städten waren es dann die Antänzer oder die Silvester-Randalierer. Bei den Schwimmbädern wie in Berlin oder dem Rheinbad in Düsseldorf waren es unter anderem Freibad-Chaoten. In Belgien oder Frankreich waren es die Fußball-Chaoten, auch mehrfach und auch mit ähnlichen Begriffen. In Schweden gab es auch mehrfach irgendwelche Drecksbegriffe in der Richtung. Und ich bin mir sicher, ich habe einen großen und guten Anteil davon jetzt nicht mal mehr auf dem Schirm. Einfach weil das in der Masse untergeht. Und quasi jedem ist klar, wer damit gemeint ist. Und in diesem Fall stammten ja sogar die Videos im Netz von den Leuten selber. Und auch wenn es jetzt für einige schwer zu glauben sein mag, die gruppendynamischen Prozesse sind nicht der Grund, warum wir über gruppendynamische Prozesse lachen. Schau mal, der Punkt ist, gruppendynamische Prozesse ist vollkommen richtig. Ja? Gruppendynamische Prozesse ist vollkommen richtig. Genau das ist, was zu Silvester passiert ist, gruppendynamische Prozesse. Ja, ja, Erwin, das stimmt, bildet aber nicht den Kern des Problems ab. Das stimmt wirklich. Also es sind gruppendynamische Prozesse. So, darum geht es aber nicht. Sie wissen auch, dass es gruppendynamische Prozesse sind. Aber sie lachen halt über das Wort, weil das Wort soll angeblich verschleiern, dass es Migranten sind. Ja, genau das. Das Wort verschleiert nicht, dass es Migranten sind. Man kann ja nicht verschleiern, dass es um Migranten geht. Ja? Auch wenn die Rechten immer versuchen, ein Bild zu zeichnen, dass die Öffentlich-Rechtlichen unbedingt verstecken wollen, dass es Migranten sind. Es versteckt nicht oder verschleiert nicht, weil wir wissen, was Sache ist. Wenn der Halloween-Randalierer, Antänzer, Schwimmbad-Chaoten, Freibad-Chaoten oder was auch immer gelabert wird, wissen wir doch trotzdem, wer es ist. Oder willst du jetzt behaupten, dass man mit den Begriffen das Maximum an Präzision geschaffen hat, oder wie? Das, was die Öffentlich-Rechtlichen verstecken wollen, ist nicht, dass es Migranten sind, ja? Sondern das, was die Öffentlich-Rechtlichen verstecken wollen, ist, dass der Kapitalismus was damit zu tun hat. Das ist, was die Medien permanent verstecken wollen. Ja? Die Rechten tun die ganze Zeit so, als würden die Medien verstecken wollen, wenn es um Migranten geht. Nein, 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 ja? Wisst ihr, was ich meine? So, die verstecken die ganze Zeit den Kapitalismus. Und um den Kapitalismus zu verstecken, dürfen wir über gewisse Dinge nicht reden da draußen. Ja? Weiß ich nicht, Junge. Dass Schweden, Deutschland, Frankreich, England, Österreich, Norwegen, Belgien, Holland überschneidende Probleme haben, liegt am Kapitalismus, ja? Und dieser Kapitalismus betrifft über den Daumen gepeilt in all diesen Ländern übermäßig stark die gleichen Kulturgruppen. Obwohl, soweit ich weiß, alle diese Länder einen Sozialstaat haben? Und warum haben Polen oder Ungarn diese Themen nicht? Haben die diesen Kapitalismus nicht? Oder woran liegt das? Und ja, Erwin, man kann sicher darüber reden, ob der Kapitalismus den Frame beibehalten will, wie toll und bereichernd Migration ist, keine Frage. Weil das sind am Ende alles Konsumenten. Da würde ich dir eventuell sogar ein Stück weit zustimmen. Aber das ändert doch gar nichts daran, dass es diese ganzen Probleme zum Beispiel nicht mit Ostasiaten gibt und auch nicht mit der direkten, wie nennt sich das, Autochthonengesellschaft in Deutschland. Und deren wirtschaftliches Minimum ist bei allen gleich. Bei Deutschen, Migranten aus Fernost, Afrika, Nahost, egal woher sie kommen, alle haben das gleiche wirtschaftliche Minimum. Es geht nicht darum, dass man über Migranten nicht reden darf. Es geht darum, dass man nicht darüber reden darf, warum die Migranten so sind, wie sie sind. Sie haben die gesamte Sprache umgestaltet, damit sie nicht zum Kapitalismus kommen müssen. Ja? Sie haben die ganze Sprache umgestellt, damit es einfach plötzlich heißt, die sind sozial benachteiligt. Ja, so wird geredet. Da draußen wird gesagt, sie sind sozial benachteiligt. Nein, sie sind wirtschaftlich benachteiligt, nicht sozial. Wie sind wir dazu gekommen, dass wir einfach aus wirtschaftlich sozial gemacht haben? Hä? Was ist denn da passiert? Erwin, ich glaube, das ist hier ein Punkt, an dem wir die größten Meinungsverschiedenheiten haben. Ich habe auch gerade mal nachgeschaut, wie sich soziale Benachteiligung unter anderem definiert. Man mengt hier neben dem Einkommen auch Bildung und soziale Teilhabe mit ein. Aber nochmal, deren wirtschaftliches Minimum ist dasselbe wie bei quasi allen anderen Transferempfängern in Deutschland. Und auch nahe dem, was Geringverdiener haben. Der Ali hat Minimum das gleiche Geld wie der Ming Zheng. Aber der Sohn von Ming Zheng
erklärt dem Sohn vom Ali und dem Klaus Dieter ab der zweiten Generation, wie Mathe und Deutsch funktioniert. Ich sag dir, was da passiert ist. Ja, ich sag dir, was da passiert ist. Was da passiert ist, ist einfach, dass wir möglichst an allem vorbeireden, was eigentlich wichtig ist für uns, um ein bisschen ein würdevolleres Leben leben zu können und nicht mehr so gefickt und unterdrückt zu sein. Ja? Erwin, wo wäre meine Familie unterdrückter, wenn wir Hartz IV bekämen, als meine Kartoffelnachbarn, die Hartz IV bekommen? Also im Kontext des Kapitalismus unterdrückter, meine ich. Ich, Krati El Hassan, in der vierten Generation in diesem Land. Mein Nachbar Kevin. Warum bin ich unterdrückter als Kevin? Erzähl's mir bitte. Ich will's wissen. Die sozial Schwachen, genau. Ja, niemand ist. Ich sag's immer wieder: sozial schwach sind diese Politiker. Sozial schwach sind diese Kapitalisten, ja, die alle anderen ausbeuten und knechten. Das sind diese sozial schwach. Ja. Wir sind wirtschaftlich schwach. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Wir sind wirtschaftlich benachteiligt, aber sie haben die ganzen Worte geändert, ja? Hatten wir gerade. Wo sind wir, also du und ich, Erwin, wirtschaftlich benachteiligter? Viel wichtiger aber, deine Wortwahl gibt mir das Gefühl, dass du dich in diesem gruppendynamischen Prozesse-Ding reindenkst. Oder reindenken willst, keine Ahnung. Da gehörst du nicht rein, versuch's gar nicht erst. Wenn hier einer die Teppichhändlerkarte spielen darf, dann ich. Verstanden? Und jetzt natürlich gehen sie dorthin und sagen, das ist ein gruppendynamischer Prozess, ja? Und mit dem gruppendynamischen Prozess verschleiern sie eigentlich in Wirklichkeit gar nicht den Migrationshintergrund, sondern was sie damit verschleiern, ist der kapitalistische Prozess dahinter, den ich immer wieder versucht habe zu erklären jetzt, ja, wenn es um die Silvesterausschreitungen geht. Stimmt halt einfach nicht, auch wenn du jetzt noch, weiß ich nicht, 80 Mal Kapitalismus sagst. Sicher spielen hier auch aufgrund des Sozialstaates indirekt kapitalistische Faktoren mit rein, aber eben nicht so, wie du es darstellst, sorry. Ich habe immer versucht zu erklären, wie der Kapitalismus eigentlich dazu führt, ja, was da draußen passiert. Und nicht nur irgendwelche gruppendynamischen Prozesse. Dass es dann gruppendynamische Prozesse gibt, ist sowieso klar. Ja, das ist ja logisch. Was soll es sonst geben? Ja? Weil ein gruppendynamischer Prozess bedeutet ja nichts anderes, als der eine stachelt den anderen an, der andere sieht das und ist auch mit angestachelt und stachelt weitere an. Also sozusagen wie eine Kettenreaktion. Ja? Das ist ein gruppendynamischer Prozess. Ja, sobald eine Gruppe zusammenkommt, gibt es einen gruppendynamischen Prozess. Ja, ja, ich weiß. Aber der Punkt ist einfach, sie tun so einfach, als wäre das aus dem Nichts gekommen. Ja. Erwin, komm mal bitte weg von diesem Scheißbegriff. Es ist schon klar, dass hier eine Gruppendynamik entsteht. Es geht darum, dass diese Gruppendynamik anscheinend gehäuft bei gut definierbarem Klientel zugeordnet werden kann. Auch die Hansels im Rheinbad oder im Insulaner haben sich gruppendynamisch hochgepusht. Auch die Leute bei den Ausschreitungen in Belgien, Frankreich oder Schweden. Ja, das sind alles gruppendynamische Prozesse. Oder, keine Ahnung, die Partyszene in Stuttgart. Aber darum geht es nicht. Genau darum ist der Begriff doch ein Meme, bevor er überhaupt etabliert ist. Und um mal ein richtig derbes Beispiel zu nehmen, auch Gruppenvergewaltigungen sind ein gruppendynamischer Prozess. Die Frage ist, warum die so komplett disproportional häufig von bestimmten Tätergruppen stammen, mehrheitlich von überschneidenden Kulturgruppen, wo Frauen auf Basis nahezu sämtlicher Indizes die Arschkarte gezogen haben. Willst du dazu Quellen haben? Und dann kommt da jemand wie der Erwin an und sagt, gruppendynamische Prozesse. Eigentlich ist es der Kapitalismus. Wen willst du eigentlich damit verarschen, Mann? Und dabei ist die Statistik eh schon verbogen wie sonst was. Denn bei jungen Tatverdächtigen ist der Anteil der Deutschen größer als bei den Älteren. Ob jetzt die jungen Almans, die jungen Kevins und Michaels auf einmal mit sowas anfangen oder ob wir hier dieselben Hashtag gruppendynamischen Prozesse haben wie an anderer Stelle, muss ich dabei mal offen lassen. Brauchst du auch dazu vielleicht Quellen, Erwin? Ich gebe sie dir gerne. Und dann reden sie darüber, dass diese Menschen sozial schwach sind. Ja? Sozial schwach klingt wie ein Euphemismus für introvertiert. Ja, genau. Und das sind die Dinge, die sie draußen erzählen. Ja? Wie gesagt, ich denke eher, dass mit sozial schwach gemeint ist, dass sie nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und dort draußen gehen die Rechten aber los und tun die ganze Zeit, als würde die Herkunft verschleiert werden. Und sie laufen die ganze Zeit herum und tun so, als wäre das größte Problem an allem, was da draußen passiert, einfach die Herkunft von Leuten. Ja? Es wird die ganze Zeit jetzt eine Integrationsdebatte eröffnet. Es wird jetzt eine Migrationsdebatte eröffnet. Weswegen noch einmal? Warum?
ernsthaft, Erwin, das kann doch nicht dein Ernst sein. Es ist doch normal, dass man bei solchen Problemen auch mögliche Ursachen oder Präventionsmöglichkeiten anspricht. Du flänzt doch auch nicht rum, wenn man nach einem Rechtsradikalen was auch immer über Prävention redet, oder? Und gerade Berlin bietet doch Nährboden für sowas. Ich meine, wenn nicht, wer sonst außer Berlin? Die Stadt ist voller Clans. Berlin alleine hat so viele Straftaten wie ganz Polen. Ja, mit, was war das? Ja, ich spick eben, ja genau. Mit 37 Millionen Einwohnern. Und nehmen wir mal Türken als Beispiel für sich, weil die in der vierten Generation in Deutschland leben. Und Disclaimer, Hashtag, not all. Tendenziell die Hälfte der Türken in Deutschland will die Scharia über dem Grundgesetz. Rund drei Viertel der Türken mit, also migrantischen Vorfahren, also auch Migrantentürken, nicht nur Türken, haben in Berlin keinen Abschluss. Rund die Hälfte ist arbeitslos. Daneben gibt es so viele weitere Faktoren, wie eben diese kleinen Einzelfällchen, wie in Schwimmbädern oder jetzt an Silvester, mit überschneidenden Tätergruppen. Ab wann darf man denn über diese Probleme reden, Erwin? Sag mir, ab wann darf man das? Und komme jetzt bitte nicht mit Diskriminierung. Kannst du bei anderen bringen? Ich habe ja selber Wurzeln in Safranien. Weil 150 Leute Scheiße gebaut haben? 150 Leute haben Scheiße gebaut und du gehst einfach auf 20 Millionen los? Einfach so? Was soll denn das bitte für eine Nebelkerze sein? Es geht nicht um diese 150 Leute. Scheiß auf die. Es sind immer nur ein paar. Es geht um diese Phänomene als solche, die unser aller gesellschaftliches Leben miteinander negativ beeinflussen. Egal, ob du Migrant oder Allmann bist oder Arier, was auch immer. Wie viele Beispiele brauchst du, um das zu erkennen? Und es geht auch nicht um die Ausländer, sondern um gut zu definierende Problemgruppen. Und wenn gefühlt jeder zweite Deutsche als Nazi bezeichnet wird, der sowas anspricht, dann wäre es doch gerade hier noch sinnvoller, dass Menschen wie du und ich dieses Problem klar benennen und uns dabei natürlich auch davon distanzieren. Was hier aber real passiert, ist, dass die Menschen im Land Probleme erkennen und für das Aussprechen der Probleme werden sie kritisiert. Komplett egal, ob wir das jetzt Integration, Culture Clash, Assimilation oder wie auch immer nennen. Die Menschen erkennen Muster und auch wenn sie das nicht immer richtig oder sinnvoll verbalisieren können. Und mal ein Beispiel. Wenn ich abends durch die Straßen laufe, auf der anderen Straßenseite so ein blonder Milchbubi ist und irgendein Mädel die Straßenseite wechselt, von mir weg, dann hab ich sie nicht zu kritisieren oder sie als Rassist einzustufen. Denn es ist nicht ihre Schuld, dass sie hier heuristisch abwägt. Und sie agiert mir gegenüber auch nicht mit Vorurteilen, sondern komplett logisch. Das Problem ist weder sie noch ich, sondern die Idioten, die für diesen Zustand sorgen. Aktuell jetzt natürlich am Beispiel der Silvesterrandale. Aber was wir tun, ist das metaphorische Mädel dafür anzugehen, dass sie benennt, was sie sieht, was sie wahrnimmt. Und was machen wir? Wir, keine Ahnung, werden dann unsere Leidensgeschichte auf Funk oder sonst wo verbreiten, anstatt unsere Kritik an die Leute zu richten, die Ursache für das Problem sind. Und ähnliche Dinge machst auch du gerade, Erwin. Oder wie viele Ausländer es gibt. Ich tippe auf 20 Millionen, vielleicht sind es auch nur 10. Ja, who cares? Wisst ihr, was ich meine? Und wenn du das siehst, dass sowas passiert und dass Menschen da draußen herumlaufen und die ganze Zeit dir erzählen, wie das sehr wohl was mit der Herkunft hat, wie das sehr wohl was mit, es gab sogar Leute, die gekommen sind und einfach gesagt haben, ich kann euch das zeigen. Es gibt Leute, die haben bei mir geschrieben, dass diese Leute, die diese Sachen gemacht haben, dass das Affen sind, dass das Primaten sind, dass das Untermenschen sind. Ich kann euch zeigen, was diese Leute alles geschrieben haben. Ja? Über diese Menschen. Ja klar, gehe ich mit, Erwin. Beleidigungen, wenn es denn stimmt, sind dumm und so auch nicht akzeptabel. Trotzdem hat die kulturelle Herkunft bzw. die Sozialisation natürlich einen großen Effekt auf das Ganze. Ist einfach so. Ja, und das, obwohl ich eine ausführliche Darstellung gegeben habe, warum sozusagen andere Mechanismen da wichtig sind an der Stelle und so weiter und so fort. Und dann sind sie einfach gekommen und haben dann angefangen, solche Scheiße zu reden, ja? Naja gut, das kann aber auch daran liegen, dass deine Einlassungen zum Kapitalismus und gruppendynamischen Prozessen hier einfach nicht den Nerv deiner Zuschauer getroffen haben. Und naja, irgendwelche random Mongos im Internet findest du natürlich immer, die kritikwürdige Inhalte ablassen. Wie gesagt, auch wenn ich verstehe, dass du das kritisierst, da gehe ich komplett mit. Und na, nicht hier, sondern auf Twitter, auf YouTube, unter den Videos, in Kommentaren und so weiter und so fort. Das heißt, du hast da Leute, die sowas mit sich herumtragen und sowas sozusagen,
draußen reden. Und es geht einfach nur darum, dass man die ganze Zeit sagt, ja, sobald wir die Ausländer alle losgeworden sind, wird es uns einfach gut gehen. Sobald die Ausländer alle weg sind, dann wird es uns alles gut, allen gut gehen. Ja, alles wird, wir werden keine Probleme mehr haben, Hauptsache die Ausländer weg, ja. Wer sagt das denn in dieser Pauschalität? Sorry, das ist für mich in 99% aller Fälle so ein Strohmann. Und jetzt komme ich nicht mit einem Normritter 2.0 an oder weiß ich nicht. Jemanden, wo klar ist, dass er den Sachverhalt nur nicht konkretisiert hat. Wer Relevantes oder wer in relevanter Zahl sagt denn, dass alle Ausländer rausgekarrt werden müssen und dann ist alles wieder Paletti? Und sicher, mit einer geregelten Migrationspolitik, insbesondere mal mit der Anwendung von sachlogischem Asyl und Rückführung, hätten wir weitaus weniger Probleme im Land. Aber das betrifft weder pauschal alle Ausländer noch alle Probleme. Und wie gesagt, wer sagt das? Es ist einfach, der Punkt ist einfach, wie kann man so primitiv sein? Wie kann man so primitiv sein? Stell dir vor, du bist tatsächlich ein Mensch, der so primitiv ist, dass du andere Menschen primitiv nennst. Auf die Art. Ja? Das musst du dir mal vorstellen, Mann. Ja? Also ich bin definitiv so primitiv, dass ich eine ganze Menge Menschen als primitiv bezeichne. Das ist aber weder an der Herkunft, Religion oder der politischen Bubble gekoppelt. Das ist so einfach, wie ist das? Und diese Leute laufen da draußen herum, aber das sind die gleichen Leute, die dir sagen werden, ich bin doch nicht rechts. Warum nennst du mich rechts? Ich bin doch nicht rechts. Hatten wir schon. Ich vermute, du spielst auf diese, das wird man doch noch sagen dürfen, Menschen an, oder? Egal. Viele von denen werden das einfach in der Gänze nicht präzise ausformulieren können. Und wie gesagt, sich offen als rechts outen, hat auch dank Menschen wie dir eine ganz andere Dimension, als zum Beispiel offen zu sagen, dass man links ist. Hier wird einfach nicht gleich verfahren. Nehmen wir doch mal Dara als Beispiel. Mal abgesehen davon, was er zu der Vollbrecht- und Transmenschen gesagt hat. Alleine das würde auf der rechten Seite schon jegliches Overton-Fenster sprengen. Aber er redet ja auch offen davon, dass seine politischen Gegenstücke in Angst und Schrecken leben sollen. So eine Wortwahl von einem Influencer aus dem rechtspolitischen Spektrum, den würde es heute nicht mehr geben. Wenn du mich fragst, ich bin doch nicht rechts. Was heißt, ich bin rechts? Und dann kommt Lützerath. Und dann plötzlich siehst du diese Leute, wie sie die ganze Zeit auf der Seite von Konzernen sind und einfach sagen, nein, nein, der Konzern hat schon recht. Ja? Der Konzern hat schon recht, weil die Offenheit des Konzerns Und dass sie einfach da ihre Geschäfte machen und dass sie einfach da rausgehen und dass sie da einfach ihre Sachen machen und dass sie einfach sich nicht unterkriegen lassen von diesem Antifa-Pack, sondern dass sie einfach den freien Markt für sich offen nützen und hin und her. Ja, da stehen sie plötzlich auf jeder Seite und dann kommen sie aber wieder und sagen, ich bin gar nicht rechts. Ich bin einfach die Mitte. Ich bin einfach, ja, nicht rechts. Erwin, mal zwei Sachen. Ich glaube, das habe ich sogar dir und Dara mal auf Twitter geschrieben, als er mich dann geblockt hat. Trennt bitte mal die wirtschaftliche und gesellschaftliche Sphäre bei den politischen Themen. Zweitens, bedenke bitte mal, wie hardcore du in diesem Thema drin bist. Dass irgendein Normie das nicht sachgerecht ausformulieren kann, so wie du, ist doch klar. Ich könnte dich um 3 Uhr nachts wach klingeln. Du stehst auf und sagst, ja, oh, da demokratische Betriebe sind so. Aber ein Normalo denkt doch bei sowas wie RWE gar nicht an Links-, Rechts-, Politik oder was auch immer. Wird aber von dir in den Sektor rechts eingeordnet, weil der jetzt möglicherweise bei Lützerath gar keine Ahnung hat oder eben nur nicht für die Demonstranten ist. Der kann den Großteil, den du da binnen Sekunden rein implizierst, doch gar nicht logisch in Einklang bringen. Und dein Beispiel zeigt ja noch mehr. Der ist nun laut deiner eigenen Einordnung rechts. Und damit kann der in der Theorie beim nächsten falschen Wort von nicht wissend beim Thema RWE zum Nazi degradiert werden, weil der beim Thema Lützerath nicht im Thema ist. Wo wir jetzt auch die Schleife mit gefunden haben und wieder am Anfang sind, trennt doch bitte und gerne wirtschaftliche und gesellschaftliche Sphäre. Auch wenn das für euch alles zusammengehört. Für den Normalo ergibt das viel zu wenig Sinn und meiner Meinung nach, vielleicht bin ich da auch ein Normalo, sollte das viel stärker getrennt werden. Aber seltsamerweise, jedes Mal, wenn es darauf ankommt, stellst du dich auf die Seite von Rechten. Jedes Mal, wenn du die Möglichkeit kriegst, stellst du dich auf die Seite der Knechtenden und jedes Mal wertest du gesamte Menschengruppen ab.
Wie gesagt, Erwin, du vermengst unterschiedliche Dinge, für den Normalo so auch nicht greifbar sein werden. Wir hatten Silvester-Upsi-Randale, wie übrigens im Dezember mehrfach in Europa, nur nicht eben Silvester, sondern mit anderen Gründen. Und ein paar Minuten später landen wir jetzt bei Rechts-, Menschenabwertung, Lützerath und den Knechtenden. Ja? Okay, ja, was auch immer. Es geht ja nicht um irgendwelche sozusagen Mechanismen. Es geht ja nicht darum, die Welt besser zu machen. Es geht ja darum, Menschen, die anders sind, schlecht zu reden. Oh Mann, das ist meiner Meinung nach eine schwachsinnige und inhaltslose Aussage, wo dein einziger Rettungsanker irgendwelche abgekackten Prolos im Internet sind. Ja, das ist, worum es geht. Aber immer vorgeben, nein. Mir geht es in Wirklichkeit nur um die Wahrheit. Mir geht es nur um die Wahrheit. Ich möchte einfach über Fakten reden. Ja, aber es geht dann nicht um Fakten. Es geht nicht um Fakten, sondern es geht dann einfach nur darum, Ausländer sind an allem schuld. Das ist das, worum es geht, ja, im Endeffekt. Studie? Meine Fresse, ja klar, die Fakten schreienden Nazis, die eigentlich nur hetzen wollen. Wer sagt denn, dass alle Ausländer an allem schuld sind? Bisher habe ich das von dir und so einigen aus dem, wie nennen wir sie jetzt, linksliberalen Lager gehört. Aber wer außer Harald und Gunther mit 2 Followern auf Facebook sagt sowas? Und für Themen wie Kriminalität, Extremismus, Islamismus, Wertebilder an Arbeitsmarkt und so weiter, gibt es doch in der Tat mehr als genug Quellen. Warum reden wir denn nicht darüber? Vielleicht habe ich das ergebnisoffene Gespräch oder weiß ich nicht, vielleicht sogar einen Grabenkampf aus dem Thema verpasst. Weist mich gerne darauf hin, wenn das so ist. Im Endeffekt kommen wir dahin, dass die Ausländer an allem schuld sind. Aber, warte, nicht alle Ausländer, sondern nur ganz bestimmte Ausländer. Ja? Naja, da kommen wir dem Ganzen wenigstens schon ein kleines Stück weit näher. Auch wenn du es mal wieder bewusst plump hältst. Sozialisation, Kultur, Normen, Werte und so weiter haben nun mal einen Einfluss. Lebt damit. Schon ganz bestimmte Ausländer. Ausländer aus dem arabischen Raum. Ausländer mit einer dunkleren Hautfarbe. Ausländer. Scheiß Framing, bist du dir aber auch bewusst? Die Islam als Religion haben. Sie sind das Problem. Nicht alle Ausländer. Ja? Das sind die Ausländer, die eigentlich das Problem. Ja? Die sind, aber alle. Ja, alle. Dann gibt es keine. Differenzierung. Ja, genau. Und heute ging es um die kleinen Paschas. Ja? Und heute ging es um die kleinen Paschas. Ja? Heute haben sie über die kleinen Paschas geredet. Heute hat es geheißen, die kleinen Paschas. Ja? Trifft es ebenfalls nicht im Kern. Zuzug aus dem islamischen Raum sehe ich auch in der Tat als problematischer als zum Beispiel Zuzug aus Polen, weil die dortige Sozialisation einfach komplett konträr zu dem Westen ist. Und vor einigen Jahren war es auch überhaupt kein Problem, so eine Realität zu benennen. Kam noch sogar von Helmut Schmidt, Kanzler von der SPD. Und egal, ob es bei Themen wie Frauenrechte, gesellschaftlicher Interaktion, Antisemitismus, Homophobie oder was auch immer geht, wenn Menschen anders, in Teilen gegensätzlich, sozialisiert sind, dann ergeben sich nun mal mehr Reibungspunkte. Nicht zuletzt aufgrund zivilloser, patriarchaler Gesellschaften. Und viele, die hier teilweise gegensätzliche Wertvorstellungen haben, meinen es ja auch in keinster Weise böse. Mache ich dir nicht mehr zum Vorwurf. Für diese Menschen ist das ihre Norm und unsere Lebensweise ist für sie schwer nachvollziehbar. Beliebter Vergleich. Stellen wir uns mal vor, du ziehst morgen mit fiktiver Familie nach Afghanistan. Was müsste passieren, dass du deine Tochter nach 3 Jahren euphorisch und unter Applaus unter Scharia-Recht verhüllst und verheiratest? Du würdest doch deine Position auch nicht einfach ändern, nur weil du auf einmal in einem anderen Land lebst. Willst du das ernsthaft leugnen, Erwin? Und das ist diese Verallgemeinerung. Das ist das, was man nicht versteht. Diese Verallgemeinerung ist einfach eine Katastrophe. Ja, was bedeutet diese Verallgemeinerung? Ja? Erwin, immer mit diesem Verallgemeinerungsding. Gerade bei irgendwelchen Kommentaren und Phrasen im Netz. Differenzierung ist wichtig, gehe ich komplett mit. Aber man kann auch nicht permanent mit diesem Hashtag Not All Argument ankommen. Das hilft weder den Deutschen noch den Menschen mit Migrationshintergrund, die in diesem westlichen Wertesystem friedlich leben wollen. Und die Scharia als solche ist in essentiellen Punkten nicht mit unserem Wertesystem vereinbar. Das ist nun einmal problematisch, oder wie siehst du das, mein Engelchen? Und hier gehe ich ja teilweise sogar mit. Viele von denen, die das ansprechen, verbalisieren das möglicherweise häufig zu pauschal. Okay, ja, kann sein. Aber trotzdem behaupte ich, dass den meisten klar ist und dass die das auch nicht so meinen, dass jeder von denen
gemeint ist. Statistisch entstehen hier aber nun mal größere Probleme als mit anderen Gruppen. Und ich finde, Helmut Schmidt hat es hier relativ gut zusammengefasst. Das, was er noch vor einigen Jahren gesagt hat, framet ihr heute als straight up Nazi-Position, weil ihr bei dem Thema meistens kulturrelativistisch argumentiert. Was soll diese Verallgemeinerung? Um was geht's? Das ist das Problem. Es ist nicht das Problem, den Islam zu kritisieren. Es ist nicht das Problem, Islamismus zu kritisieren. Es ist nicht ein Problem, Gewalt zu kritisieren. Es ist nicht das Problem, Missstände anzusprechen. Es ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn du hingehst und wegen 10 Leuten, die sich daneben benehmen, eine gesamte Gruppe von Menschen und einer bestimmten Herkunft hernimmst und abwertest in ihrem Dasein. Erwin, das ist schon wieder Framing. Der normale Kritiker wertet nicht alle Menschen aufgrund ihrer Herkunft ab. Ich habe Wurzeln in einem heute islamisch okkupierten Land. Und sicher, natürlich gab es auch mal Menschen, die mir gegenüber zu pauschal geurteilt haben. Die Masse konnte mir gegenüber aber ausreichend differenzieren. Spätestens als sie gemerkt haben, dass ich nicht in das Bild passe, was meine anderen Pappenheimer eventuell geprägt haben. Und hier ist Persien vielleicht sogar ein ziemlich gutes Beispiel. So viele Deutsche können zwar nicht unterscheiden, ob da ein Erwin oder ein Perser vor ihnen steht, aber sobald man ihnen sagt, wo man Wurzeln hat, können sie sehr wohl zwischen Erfahrungen, die sie mit unterschiedlichen Gruppen aus der Region gemacht haben, unterscheiden. Naja, und man mag es ja fast nicht glauben, aber auch Deutsche nehmen Unterschiede bei durchschnittlich schlechterer Integration, Kriminalität, kulturellen Unterschieden, schlechten Erfahrungen und so weiter wahr. Ihr tut ihnen damit meiner Meinung nach einfach Unrecht, wenn ihr behauptet, dass sie einfach pauschalisieren. Und nochmal ganz deutlich, Erwin, es geht nicht um diese 10 Menschen. Es geht nicht um andere 150 Menschen. Es geht um die Subsummierung aller disproportional auftretenden Probleme im Kontext Integration und Migration und gesellschaftlichem Zusammenleben. Ich weiß, 3 Euro fürs Phrasenschwein. Könnt mich. .de. Ja? Aus welchem Grund, wenn du das machst, soll man dich nicht Rassist nennen? Aus welchem Grund soll man dich nicht Rassist nennen? Warum soll ich dich nicht dann Rassist nennen, wenn du das machst? So, nenn mir einen Grund. Ja? Wenn du sozusagen eine gesamte Volksgruppe abwertest aufgrund von 1-2 Missständen. Ja? Erstens, Wertekonstrukte und Ideologien sind keine Rasse. Hierfür den Begriff Rassismus zu nennen, ist einfach falsch. Denn von Menschen geschaffene Ideologien sind in der Tendenz immer fehlerhaft und sollten auch immer kritisiert werden können. Zweitens, wer wertet eine komplette Volksgruppe ab? Sicher gibt ein paar vereinzelte Leute, aber die Masse ist hier weitaus differenzierter. Naja, und zu den 2, also in Klammern 2 Missständen, sage ich jetzt mal lieber nichts. Verstehst du das? Das ist das Scheißproblem. Was ist das Scheißproblem? Niemand hat was dagegen, wenn du da rausgehst und einfach sagst, es gab gewalttätige Ausschreitungen, das ist einfach nicht in Ordnung. Es gab einfach Übergriffe, es gab eine Messerstecherei, es gab all das. Ja, darüber können wir reden, ist ja überhaupt kein Problem. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber wenn deine erste Reaktion darauf hin ist, ja, wenn deine erste Reaktion darauf ist, dass alle Menschen so sind, du framest schon wieder. Also Menschen dürfen ansprechen, dass es Probleme gibt, auch wie die Probleme sich äußern. Sobald sie aber Disproportionen oder mögliche Faktoren benennen, die diese Probleme begünstigen, dann sind sie die Bösen. Oder Gott bewahre, wenn sie Muster erkennen und Wahrscheinlichkeit oder explizite Täter benennen, dann dürfen sie das nicht mehr, weil dann ist das irgendwas mit Hass und Hetze. Erwin, das ist 1:1, wie der aktuelle Journalismus momentan funktioniert. Mann wurde durch Messer verletzt, Auto fuhr in Menschenmasse, Verletzte bei Familienstreit mit 200 Personen, Konfrontation mit Homosexuellen am S-Bahnhof. Kommt dir so eine Argumentationsweise nicht selber abstrus vor? Und mittlerweile werden selbst Menschen wie Kiran Kermanshahi oder Irfan Pezi als Nazis dargestellt, wenn die als Experten Sachstände ansprechen. Und ja, die machen das weitaus geradliniger als ich, Respekt dafür. Aber was ist daran falsch, Sachstände anzusprechen? Das ist weder Hass noch Hetze oder grundlegende Pauschalisierung. Na gut, okay. Wie würde es dir gefallen umgekehrt? Fragen wir mal umgekehrt. Wie würde es dir gefallen, wenn jetzt, keine Ahnung, Nazis da rausgehen da draußen und irgendwas veranstalten? Schlagen jemanden zusammen, zünden einen Asylantenheim an, wie auch immer. Ja?
Sagen wir, die Nazis machen sowas. Ja? Deutsche. Nazis in Deutschland. Ja? Und ich gehe darauf hin und sage, typisch Deutsche, so sind halt Deutsche. Deutsche können halt nicht anders, zeigt ja auch ihre Geschichte ganz gut. Und ich schätze mal, das liegt irgendwo in ihren Genen. Also sozusagen, die sind nun mal so, das ist ihre Kultur. Ich würde sagen, alle Deutschen sind Nazis. Was ist denn damit? Ist das okay? Findet ihr das auch in Ordnung? Ja, mich würde wirklich interessieren, ob diese Leute, die das Gleiche bei Migranten machen, es okay finden würden, wenn man aufgrund von ein paar Nazis irgendwie alle Deutschen in eine Schublade packt. Ja? Weder sind alle Deutschen Nazis, noch sagt eine relevante Menge an Deutschen, dass alle Menschen aus Gebiet X zum Beispiel Terroristen sind. Das ist ein Strohmann. Daneben vermengst du schon wieder Kultur mit Genen, was ebenfalls ein Strohmann ist. Physische Delikte gibt es in jeder Nation und jeder Kultur. Und ich würde mal behaupten, dass in Deutschland nicht einmal überproportional häufig viele physische Delikte begangen werden. Und auch dein Argument mit den Flüchtlingsheimen ist, naja, so lala. Deutsche werden laut BKA rund 4-mal häufiger Opfer von Zuwanderern als Zuwanderer durch Deutsche. Wenn du also das Argument der ausländerhassenden Deutschen in den Raum werfen willst, aber nicht die 4-mal höhere Wahrscheinlichkeit, dann ist das sachlich betrachtet meiner Meinung nach ein Eigentor. Sorry. Ist das in Ordnung? Nein, das ist nicht in Ordnung. Da steht der Deutsche da und schreit auf, heutzutage nennt man doch jeden Nazi, ich bin doch kein Nazi. Nazi? Nein, Nazis, das sind nicht wir Deutschen. Das sind die Nazis, nicht alle Deutschen. Ich finde das immer wieder lustig, wie unfassbar inflationär er diesen Begriff Nazi verwendet. Siehst du, und jetzt haben wir das Problem an der Stelle, weil wir haben hier auch Migranten, die begehen irgendeine Scheiße. Und ich will nicht, als jemand mit Migrationshintergrund, ich will nicht in einen Topf geworfen werden mit denen. Wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu, dass ich in einen Topf geworfen werde mit diesen Leuten? Ich habe doch selber was dagegen, was diese Leute machen, wie sie sich benehmen oder was sie tun. Ja? Jetzt wird schon klarer, was dein Problem ist. Du bringst dich wieder in diese alle Ausländer sind so Ding mit rein. Du gehörst da aber mutmaßlich nicht mit rein, finde ich. Und ich denke, die wenigsten Deutschen würden dich mit denen in einen Topf werfen. Und ich behaupte mal, dass weder du noch so jemand wie ich das Problem ist. Naja gut, ich sehe mich eigentlich eher als Kartoffel, aber egal. Aber wir können und sollten die realen Probleme ansprechen. Gerade wir. Und ich finde es weitaus problematischer, wenn Migranten Deutschen sagen, dass sie bei realen Problemen die Fresse halten sollen. Genau das sorgt meiner Meinung nach für pauschale Missgunst. Wie komme ich dazu, dass man mich in einen Topf da mit denen reinwirft? Und warum sollte ich, wenn man mich so in einen Topf mit all diesen Leuten wirft, warum sollte ich nicht alle Deutschen dann in einen Topf werfen und einfach sagen, ihr seid alle Nazis? Warum soll ich das nicht machen? Weil, komm, wenn es bei mir fair ist, ist es bei euch auch fair. Was ist das Problem? Ja? Verstehst du? Und das ist das Ding. Das ist das scheiß Problem an dieser ganzen Nummer. Ja? Diese Verallgemeinerung. Wer wirft dich denn ernsthaft mit denen in einen Topf? Gib mir doch mal konkrete Beispiele von nicht komplett irrelevanten Accounts im Internet oder 1% der Gesellschaft. Warum passiert mir das nicht? Ich sehe wenigstens auch noch so aus. Und ja, Verallgemeinerungen sind sicherlich ein Problem. Passiert meiner Erfahrung nach aber in den wenigsten Fällen aus Hass, sondern A, aus Vereinfachungsgründen und B, weil die Person vielleicht gar nicht in der Lage ist, das im Detail einfach so direkt auszuformulieren. Ja. Diese Verallgemeinerung, dieses einer macht etwas und dann machst du eine Migrationsdebatte auf, ja? Weil es hier um Probleme geht, die im Kontext der Migration oder Integration entstehen. Ganz einfach. Wenn wir Erklärbildchen in Schwimmbädern platzieren und hoffen, dass kleine Mädchen dadurch weniger geschändet werden, Familien Freibäder meiden, weil es dort immer öfter zu Einzelkampf-Wolla kommt, Frauen ein schwindendes Sicherheitsgefühl monieren, was sich auch real an Deliktraten ableiten lässt, dann sollten wir alle die Probleme ansprechen. Auch ein Erwin und ein Krati, vielleicht sogar insbesondere, weil auch deine Familie über unterschiedlichste Faktoren davon in Mitleidenschaft gezogen wird, direkt und indirekt. Ein Migrant baut irgendeine Scheiße und plötzlich reden wir einfach darüber, dass einfach alle Migranten, dass wir insgesamt ein Migrations- und Integrationsproblem haben. Ja? Na sag mal, was ist diese Scheiß-Integration?
Erst warst du bei 150 oder so, dann bei 10 und jetzt bei einem. Selbst wenn du bei 1000 wärst, nochmal, das Problem ist die Frequenz und die Intensität, mit der sich diese Bevölkerung auseinandersetzen muss. Und eine Migrationsdebatte entsteht da, wo Reibungspunkte entstehen, die im Zusammenhang mit eben jener Migration entstehen. Wenn in Berlin zum Beispiel 75% der Türken keinen Abschluss haben, die Hälfte vom Staat lebt, ebenfalls rund die Hälfte die Scharia vor dem Grundgesetz haben möchte, dann sind diese nicht Hashtag alle so Argumente einfach fehl am Platz. Jeder weiß, dass nicht alle so sind. Ich bin auch nicht so. Okay, ich bin kein Türke, aber du weißt, was ich damit meine. Wir haben hier nun mal eine Migrationsdebatte. Denn es sind Konflikte, die im Zuge der Migration entstehen. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer, oder? Ach ja, und Nachtrag. Bitte, niemand hier soll auf das Türkei-Argument wirklich eingehen. Das ist ein Beispiel von vielen, um es greifbar zu machen. Danke. Was ist diese scheiß Integration? Was bedeutet das, diese Integration? Ich mag diese Integration nicht, weißt du? Weil weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist? Integration ist so ein scheinheiliger Scheißdreck. Okay? Integration ist einfach so ein Betrug. Integration ist ein Beschiss. Integration ist eine Beleidigung, eigentlich. Ja? Was bedeutet diese Integration? Meinst du das ernsthaft? Integration bedeutet, sich in ein großes Ganzes einzufügen, nicht als Fremdkörper zu agieren oder aber das große Ganze auch nicht verändern zu wollen. Immerhin ist man ja in nahezu allen Fällen freiwillig an diesen Ort gegangen. Ich sage damit nicht, dass jeder seine Heimat freiwillig verlassen hat. Das ist ein anderes Thema. Aber dass man explizit nach Schweden, Frankreich, England, Dänemark oder wo auch immer hingeht, in unserem Fall dann Deutschland, ist ja eine bewusste Entscheidung. Deutschland zum Beispiel ist ziemlich klein und ziemlich weit weg von vielen Ländern. Insbesondere von den Ländern, aus denen wir ja großen Zuzug erhalten. In den meisten Fällen musste man ein halbes Dutzend und mehr Länder durchqueren, um exakt an diesem Ort zu kommen. Meine Vorfahren sind ganz bewusst nach Deutschland gekommen. Es sollte dieses eine Land sein. Und dann hat man dafür gesorgt, die Sprache zu beherrschen, das Land, seine Kultur und die Tradition zu respektieren und Teil der Gesellschaft zu werden. Das ist Integration. Ich sage nicht, dass das immer leicht ist, aber wenn ich morgen nach Japan auswandere, dann muss es mein Ziel sein, dass mein Kind, insbesondere wenn es dort geboren wurde, integriert ist. Und auch wenn es kein ethnischer Japaner wird, so soll das Kind doch weitestgehend die Kultur eines Japaners in sich aufgenommen haben. Wenn ich das nicht will, was will ich dann in Japan? Was will ich in Japan, wenn ich deren Kultur verändern möchte? Wenn mir die Japaner egal sind, wenn ich mich über ihre Eigenarten lustig mache, was zum F*** will ich dann in Japan? Und was sollten die Japaner dazu bewegen, mich in Japan haben zu wollen? Außer ich bin ihr neuester Nobelpreisträger. Und selbst dann wäre dies unter den Voraussetzungen zu thematisieren. Ja? Integration bedeutet, dass alle Menschen in einem Land gleich der Herkunft sich zu einer gemeinsamen Kultur zugehörig fühlen, ohne Leitkultur. Siehst du? So. Und jetzt können wir uns da überlegen, an dieser ganzen Geschichte, ich komme jetzt aus einem anderen Land, nach Deutschland, ja? Was ist jetzt die Kultur, in die ich mich integrieren soll? Was ist diese Kultur, in die ich mich integrieren soll? Du stellst dir eine richtig gute Frage, also ernsthaft. Ich finde die Frage von dir unfassbar wertvoll. Gerade Linke haben es ja geschafft, eine nationale Identität weitestgehend abzuschwächen, das sogar abzulehnen. Sicher. Auch der Kapitalismus spielt hier eine Rolle, muss ich dir recht geben. Auch fortgeschrittene Migration. Unsere Städte sind immer generischer, immer weniger kulturell deutsch. Wir haben zum Beispiel in den Straßen die gleichen internationalen Ketten neben Shisha-Bars und Telecafés und eine weitestgehend verdrängte Eigenkultur. Nicht überall, aber gerade dort, wo sich die Menschen zentrieren. Aber fehlende nationale Identität ist der Hauptfaktor, warum gerade Menschen aus anderen Kulturkreisen oder allgemein identitätsstiftenden Regionen keine Lust auf Integration haben. Deutschland und seine Kultur, wie sie heute ist, wird als schwach wahrgenommen. Die Schweine, die Hunde, die Almanistan-Leute, die Christen. Wer will? Denn wenn er sich als Osmane oder Tschetschene oder sonst was sieht, Teil von dieser almanisierten Soja-Jugend werden, da kann ein Migrant aus dem letzten Bergdorf in Afrika kommen. Der hat mehr nationale Identität oder kulturelle Identität in der Heimat als hier. Und gerade Migranten, was du ja eventuell bestätigen kannst, suchen insbesondere in jungen Jahren etwas, was Identität stiftet, was dir Zuordnung gibt. Und insbesondere Menschen aus islamisch geprägten Ländern finden hier ein einendes Element. Das ist, was ihnen Identität gibt. Stärke, Zuversicht.
In meiner Jugend haben gerade Muslime nicht verstanden, warum ich nicht in ihre Parallelgesellschaft wollte. War für die unvorstellbar. Und ich kann sie in Teilen auch verstehen, also jedenfalls heute. Aber so misslingt nun einmal Integration. Und am Ende von alledem landen wir dann bei gruppendynamischen Prozessen. Ja genau, arbeiten gehen und Maul halten. Das ist Integration, absolut richtig. Ja, absolut richtig. Ach man, Erwin, ernsthaft. Arbeiten gehen gehört sicher auch dazu. Wer sich freiwillig in eine Gesellschaft einbringt, sollte ihr natürlich auch nicht überproportional zur Last fallen. Ist halt so, sorry. Das ist die Integration. Geh konsumieren, arbeite einfach, bis du tot umfällst, beschwer dich nicht, wenn der Chef dir ins Gesicht spuckt. Ja? An was integriere ich mich denn? Zu was integriert man sich denn? Ja, unser Land zu respektieren. Ja gut, okay, dein Land zu respektieren, das verstehe ich ja noch. Das kann ich ja noch nachvollziehen, ja. Aber wie respektiert man ein Land? Wie macht man das eigentlich? Wie wäre es mal mit die Geschichte und die Kultur kennen und respektieren? Im besten Fall daran partizipieren wollen? Ich kenne persische Migranten, ihr würdet sie vielleicht Flüchtlinge nennen, die in einem Dorf im Osten Karneval feiern. Weihnachten härter vergewaltigen als die Familie von Kevin allein zu Hause. Fremdschamfaktor 1000, also meine ich ernsthaft. Aber es ist niedlich zu sehen, wie die sich integrieren wollen und dabei trotzdem nicht vergessen, dass sie Perser sind. Das ist möglich. Ja? Wie respektiert man ein Land? Was tut man da? Genau. Gesetze respektieren? Okay, kein Problem. Ja, Gesetze respektieren, okay, kann ich verstehen. Oder geht es darum, dass ich einfach die Sprache sprechen kann? Oder geht es darum, dass ich den Einheimischen nicht widersprechen darf? Erwin, mach deine Argumentation doch nicht immer so unnötig kaputt. Ja, Sprache sprechen, an die Gesetze halten, sollten die Grundpfeiler davon sein. Dein Nicht-Widersprechen macht die ersten beiden Punkte, die richtig sind, unnötig lächerlich, denn das ist die Basis eines fairen Miteinanders und nicht einmal das funktioniert in vielen Fällen. Geht es darum, dass ich mich gefälligst möglichst nach hinten im Bus setze und meine Fresse halte? Ja. Sozusagen, was? Was ist diese Integration? Was ist diese Integration? Ja, was ist diese Integration? Was bedeutet das? Ja. Und da muss man sich einfach überlegen, ja. Diese ganze Integration. Und dann immer so dieses so, wir haben dich hier aufgenommen, sei dankbar. Kennt ihr das? So, wir haben dich aufgenommen, sei dankbar. Wer ist wir, hat mich aufgenommen? Wer ist wir? Du hast mich nicht aufgenommen. Die Gesellschaft, deine Nachbarn, die Familie, mit dessen Kindern du zur Schule gehst, der Verein, der deine Familie einlädt, am kulturellen Leben teilzunehmen. Ja, natürlich nicht die Deutschen in Form von x Millionen Menschen, aber die Gemeinschaft in der Region, in der du lebst. Und ehrlich gesagt tust du mir leid, wenn ich die mögliche Implikation deiner Worte richtig deute, dass du als Kind eventuell auch ungute Erfahrungen gemacht hast. Doch, wir alle als Gemeinschaft haben dich aufgenommen. Okay, aber dann habt ihr als Gemeinschaft mein Land bombardiert. Ernsthaft, du kannst eine Regierung oder das Militär nicht mit der Zivilgesellschaft vermengen. Insbesondere bei einem indirekten Krieg, in dem die Gesellschaft als solche nicht mal wirklich involviert ist. Zumal sich die Regierungen bei vielen Themen auch nicht für die Meinung der Bevölkerung interessieren. Zumal man die Bevölkerung je nach Thema ja eh gerne mal manipuliert. Nehmen wir da als Beispiel die Biowaffen im Irak. Und das Lustige ist, du hast zu jedem dämlichen Thema den Kapitalismus als Schuldigen gefunden. Bei so einem Thema wie hier erfährt er aber keine einzige Silbe. Oder als anderes Beispiel, nehmen wir den Iran. Weite Teile der Zivilgesellschaft lehnt ab, was ihre Regierung macht. Wenn der Iran morgen kurdische Provinzen angreifen würde oder sich am Russland-Ukraine-Ding beteiligt, dann passiert das weder im Sinne noch im Interesse der einfachen Zivilgesellschaft. Oder stell dir vor, Erwin, morgen haut dir ein Russe auf die Fresse. Denn du bist ja mittlerweile einer von uns, also egal ob Ösi oder Deutscher. Du hast mit deinen Followern vermutlich mehr Einfluss auf die deutsche Politik als der durchschnittliche Max Mustermann hier. Warum musstest du Panzer liefern? Sag's mir, Erwin. Warum hast du das getan? Aber okay, verstehst du das Problem, auf das ich hinaus will? Und ich kann verstehen, dass dich das Thema als solches triggert. Insbesondere wegen deiner Lebensgeschichte. Aber zwischen Zivilgesellschaft und aktiver Kriegspartei muss man unbedingt trennen. Immer. Oh nein, das waren nicht wir. Wer ist wir? Na hier, die Deutschen. Ach nein, das war eine Regierung. Ich habe die Regierung nicht gewählt. Was weiß ich? Was kann ich dafür, dass diese Regierung dein Land bombardiert hat? Da kann ich nichts dafür. Ja, da kann ich nichts dafür, dass wir dein Land bombardiert haben. Also nicht wir, sondern die dein Land bombardiert haben. Aber hingegen, wenn du dich integrierst und mir die Eier lecken sollst, dann haben wir was Gutes für dich getan.
Ist es für dich hier so schwer, einen Unterschied zu erkennen? Und niemand erwartet, dass Ausländer den Inländern die Eier lecken. Alleine dieser Frame sagt doch schon mehr als genug aus. Fordert irgendjemand, dass Japaner Deutschen die Eier lecken sollen, wenn die hier sind? Wie mir jedenfalls unbekannt. Dann haben wir was. Auf einmal gibt's ein Wir. Wir Deutsche waren gut zu dir. Wir haben dir geholfen. Wir haben dir eine Zuflucht gegeben. Ja? Sei dankbar. Wie sieht diese Dankbarkeit aus? Wofür ist man so dankbar? Ja? Ich kann deine Reaktion echt nicht fassen. Was ist Dankbarkeit? Wofür ist man dankbar? Was zur Hölle? Welches Land hat Deutschland bombardiert? Serbien. Frag nicht so. Du hast Google. Du kannst einfach fucking nachgoogeln. Ja? Was ist der Punkt? Ja? Zeigt das Beispiel gut auf, was ich meine, wenn ich von Zivilgesellschaft und indirektem Krieg spreche. Die Leute wissen doch nicht einmal, wo wir überall militärische Interventionen haben und hatten. Geschweige denn, dass man die einfach so hätte verhindern können. Und klar, den Kosovo-Krieg als solches kennt jeder. Aber frag doch mal eine zufällige Person auf der Straße, meinetwegen auch ganz viele, welche Länder da exakt beteiligt waren. Und biete denen 50 Euro für die richtige Antwort. Ich verspreche dir, du wirst nicht verarmen. Ist dasselbe mit Armen, die vom Staat abhängig sind. Wir bezahlen dich, sei dankbar, dass du nicht verrecken musst. Ja. Also, ich bezahle dich mit meinen Steuergeldern. Es gibt keine Steuergelder. Welches Land im Nahen Osten? Afghanistan. Ihr habt Google, komm. Ja? Ignorieren wir mal Afghanistan. Es gibt keine Steuergelder? Es gibt fucking keine Steuergelder? Moment mal. So, hier erwähnt zwei Beispiele. Erstens, Menschen, die arbeiten, finanzieren durch ihre Abgaben auch Sozialwohnungen und so weiter. Erfolgt dieser Zuzug zum Beispiel in Ballungszentren, dann zahlen die Menschen, die arbeiten gehen, nicht nur mit ihrer Lebenszeit ihre eigene Wohnung und die ihrer Nachbarn, die eine Sozialwohnung haben, sondern sie erhöhen indirekt auch noch die Mieten, weil die Nachfrage nach Wohnungen in diesen Ballungszentren steigt. Das betrifft natürlich nicht nur Ausländer, sondern in jeglicher Form den Sozialstaat. Und auch Ausländer und Migranten zahlen Steuern, keine Frage. Wie wir nicht hier haben, aber das ist ein derber Schlag ins Gesicht für jeden Steuerzahler, was du hier erzählst. Denn das alles passiert mit Steuergeldern bzw. Abgaben. Und zweitens, wenn es keine Steuergelder gibt, warum zahle ich dann überhaupt Abgaben? Warum mindert sich mein Einkommen real Monat für Monat, wenn es diese Abgaben deiner Meinung nach gar nicht gibt? Und warum bekommt nicht jeder Mensch in Deutschland monatlich dann einfach 50.000 Euro bar auf die Hand? Warum bekommt nicht jeder Afghane 100.000 Euro am Tag, wenn Geld rein fiktiv ist? Erklär's uns. Und das ist einfach der Punkt, ja? Das ist einfach der Punkt, ja. Das ist, was man nicht gerne sieht. Einfach so, wenn du dich integrieren und dankbar sein sollst, dann am besten dankbar an uns alle. Wenn es darum geht, was mein Land deinem Land angetan hat, das hat nichts mit mir zu tun, Kumpel. Ich will nur die Dankbarkeit. Du verstehst nicht. Ich will einfach die Dankbarkeit und ich will einfach die, die ganzen Vorteile, die daraus entstehen, dass wir deine Länder kolonialisieren, knechten und fertig machen, ja. Nochmal, trenne Staat und Zivilbevölkerung. Und wie scheiße dreist kann man bitte sein? Du framest Dankbarkeit darin, dass irgendjemand erwartet, dass Ausländern Deutschen die Schuhe lecken sollen. Mein Opa wurde nicht darum gebeten, das zu tun. Seine Kinder ebenfalls nicht. Er war dankbar, Teil einer Gesellschaft zu sein, in welche er ganz bewusst migriert ist. Er hätte theoretisch auch über 150 andere Länder auswählen können. Aber er entschied sich für Deutschland. Und jeder Mensch bekommt hier Nahrung, Unterkunft, die Chance auf Bildung. Jedenfalls zeitlich befristet. Und theoretisch an Voraussetzungen gekoppelt. Und das, obwohl der überwiegende Anteil der Menschen, die hier momentan Asyl beantragt haben, ohne jegliches Anrecht darauf, hier über die Grenze gekommen sind. Ich hätte gerne einfach die ganze Zeit Vorteile davon, ich hätte gerne die ganzen Handys, die hergestellt werden durch Kinderarbeit, ich hätte die wir vorantreiben, die, wo wir Gewerkschaftler erschießen, wo wir Leuten 10 Cent am Tag zahlen dafür, dass sie den ganzen Tag arbeiten. Diese ganzen Vorteile hätte ich gerne, aber das hat nichts mit mir zu tun. Das ist halt die Konzerne und die Politik. Was habe ich damit? Ich meine, ich habe sie nicht mal gewählt. Hallo. Aber wenn du dann da vor diesen Dingen fliehst und in mein Land kommst, dann musst du mir schon eine Rechenschaft ablegen und musst schon dankbar sein mir gegenüber, weil ich habe dich schließlich aufgenommen und nicht dieses Land. Ja? Weißt du, irgendwie sollte da ein bisschen so eine Doppelmoral oder beziehungsweise so ein bisschen eine Schizophrenie auffallen, oder? Da sollte ein bisschen Schizophrenie auffallen, oder nicht? Mal schauen, wie krank das hier noch wird. Der Typ, der in jeder...